Farbkonvertierung Teil 1. Sie erfahren in diesem Video über die Unterschiede zwischen den Farbräumen, die Abhängigkeit vom Bildmotiv und wie die Transformation gesteuert werden kann. Betrachtet man die Farbräume dreidimensional, ist offensichtlich, dass hier der Quellfarbraum und der Zielfarbraum nicht deckungsgleich sind. Um die Quelle ins Ziel abzubilden, muss sie entweder verkleinert werden, dass sie in den Zielfarbraum hineinpasst, oder die im Zielfarbraum nicht darstellbaren Farben des Quellprofils werden abgeschnitten. In der Praxis spielt aber auch das Bildmotiv eine große Rolle. Im linken Bild sehen Sie eine Nebelaufnahme, die den Farbraum sicher nicht ganz ausnutzt. Auf der rechten Seite ist ein Bild mit relativ satten Farben und insbesondere das Blau wird von einem RGB-Bild im Offset-Farbraum kaum vollständig abgebildet werden können. Um die Farbraumtransformation zu steuern, dient normalerweise der Rendering-Intent bzw. die Priorität. Hier stehen vier Methoden zur Auswahl: perzeptiv, auch wahrnehmungsorientiert bezeichnet. Dies ist nützlich für Bilder mit satten Farben am Rand des Farbraums, wo Zeichnung erhalten werden soll. Relativ farbmetrisch, das erhält soweit möglich die Farben des Quellfarbraums und schneidet die nicht darstellbaren Farben ab. Absolut farbmetrisch ist ähnlich wie relativ, bildet aber auch den Weiß- und Schwarzpunkt des Quellfarbraums ab, wie es zum Beispiel beim Prüfen erforderlich ist. Speziellere Anpassungen sind bei Device-Link-Profilen möglich. Darüber und die praktischen Anwendungen erfahren Sie mehr im zweiten Teil des Videos.